Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier zur nächsten kleinen Gameplay-Folge Anno 1800 im Rekordbau. Ich freue mich riesig, dass ihr heute alle dabei seid und reinschaut, und das ist eine ganz, ganz besondere Ehre, weil ich das so sagen darf. Ja, meine Idee wurde sogar ja von einigen anderen kleineren oder größeren Streamern übernommen, die ja jetzt auch in den Rekordbau reingehen, und dann würde ich sagen, lasst uns die Spiele beginnen. Auf jeden Fall, freut mich riesig. Und ich muss noch mal was, ein kleines Wort zum Samstag-Stream sagen. Entschuldigt bitte, dass die mehrmals ausgefallen sind, diese Streams nacheinander. Wir haben aber den Fehler gefunden, beziehungsweise sind es zwei Fehler. Erstens ganz klar der Provider und zweitens ist es unser Router, der uns freundlicherweise da von dem großen T zur Verfügung gestellt worden ist. Da wurde jetzt festgestellt, dass die Netzwerkanbindung beziehungsweise die interne Netzwerkkarte dort komplett in, ja, wie ein Schuss weg hat, und wir kriegen ein Austauschgerät, was allerdings dann erst morgen kommt. Ja, ist halt nochmal so, ne? Wir müssen halt warten. Ohne das, und jetzt versteht er wahrscheinlich auch, warum ich diese immensen Verbindungsabbrüche am Samstag hatte, war ganz einfach dem geschuldet. Es wurde dann umgeswitcht auf das ATE-Netz. Das Problem ist halt dran, dass halt sehr viele Leute das ATE-Netz übers Handy benutzen, und dann hast du halt keine stabile Verbindung und dann reißt das halt immer mal ab. Na, die Option hatte ich noch gezogen. Ja, und dann ist es so. Na, okay, nur so viel dazu. Wie gesagt, herzlichen Dank für eure ganzen Donos, für eure Subs. Absoluter Wahnsinn, was Samstag wieder passiert ist. Hätte ich noch ein paar Minuten länger gespielt, hätte ich mich auch ganz, ganz anständig, wie ich halt so bin, hätte ich mich von euch verabschiedet. Ich würde es heute nicht hier am Anfang sagen. Ich sage es dann wirklich auch nochmal zum Schluss heute der Folge. Okay? So, meine Lieben. Was machen wir heute? Wir gehen natürlich heute weiter. Wir haben heute angefangen, beziehungsweise im Stream haben wir ja angefangen, hier die Ingenieure rauszubasteln, ne? Das Problem an den Ingenieuren, das ist ein friedliebendes, wunderschönes, intelligentes Volk. Das Problem ist dran, dass die Ingenieure jetzt Waren möchten, die wir erstens noch nicht herstellen, zweitens noch nicht herstellen können und drittens, wo wir dann unsere halbe Insel umbauen müssten. Ich habe mir jetzt eine kleine Mod mit reingenommen, ganz klar, die dafür verantwortlich ist, dass wir das nicht müssen, weil ihr wisst ja nicht zum Thema Rekordbau. Und wenn ich sage, dass ich Mods mit reinnehme, dann nehme ich die Mods mit rein. Und da ist mir es egal, wo ich das ansetze. Und zwar machen wir das jetzt so. Wir haben ja hier das Thema Elektrizität, ne? Und ihr seht hier, das ist alles so ein bisschen schön zusammengepackt mittlerweile. Hier haben wir auch die Ölhäfen dazu. Ja, da gibt es hier dann jetzt das Kraftwerk, das kleine Ölkraftwerk, das Wasserkraftwerk. Es gibt ja die kleine Kohlefabrik, und es gibt ja dann hier zum Beispiel noch Nates Windrad. Später gibt es dann zum Beispiel das Gaskraftwerk. Und da wurde ich dann auch im Stream gefragt, wie ich das in Zukunft nutzen will. Ganz klar. Ganz am Anfang würde ich ganz gerne das normale Kraftwerk nutzen, und im späteren Spielverlauf, beziehungsweise so, sagen wir mal so, mitgehen, wenn wir es uns dann leisten können, würde ich dann zumindest in der Eigenwelt alles auf Gas der Ereignis umstellen. Ja, da hätte ich ultra Bock drauf, weil das ja wieder so was Neues ist, eine schöne Innovation, und dann brauchen die Luftschiffe mal wieder über die Arktis was zu tun. Und die Arktis ist so groß dort oben, man kann sich so viele Pipelines dort oben anzapfen, und es wäre schade, wenn man es nicht nutzt. Es wäre halt echt schade. Ne? Und dann bauen wir halt diese Teile, bauen wir halt genau hier drauf. Aber bevor es halt soweit ist, müssen wir gucken, dass wir irgendwo hier an irgendeinem Strand, müssen wir gucken, dann müssen wir das wahrscheinlich hier oben machen, müssen wir halt gucken, dass wir hier trotzdem die Kraftwerke noch reinpacken. Ne? Meine Mod hier sieht vor, wie ihr das so seht, ein Kraftwerk für die ganze Insel. Egal, wo das anschließt, wie gesagt, das ist eine Mod, die kann man, das ist im Prinzip die vierfache Vergrößerung des Radius des Kraftwerkes. Und dadurch, dass wir hier nochmal Pflastersteine mit reingenommen haben, habe ich vorhin schon ausprobiert, dann geht das Ding halt über die ganze Insel. Also das ist schon richtig extrem, macht da wirklich ohne Ende Bock, das dann auszuprobieren und zu testen. Und wir legen dann einfach einen kleinen Bahnhof hier rein, zack, runter. Und ich denke mal, wenn wir dann die Kabel produzieren, beziehungsweise das Zeug, was wir dazu brauchen, den Stahlbeton und die Kabel, dann können wir auch direkt hier reingehen in den Strom. Die Ingenieure werden ein Stück Die glücklicher, Fakten sprechen ja, weil Bände. die möchten unbedingt Strom haben, und alle sind Freunde. Wir kümmern uns aber heute, Leute, um Kaffee. Hier, ne, linke Seite unten, Kaffee. Und wir kümmern uns heute um die Brillen. Beide sind ein bisschen größere Produktionsketten. Zu den Brillen brauchen wir halt Glas über Zink und über Kupferminen. Denkt dran, wir haben noch relativ wenig Einflusspunkte. Das heißt, wir müssen mit den Inseln arbeiten, die wir jetzt zur Verfügung haben. Das Geniale, schaut ihr bitte hin. Hier haben wir drei Ich muss die Zinkminen am Instruktionen für Start. die Arbeiter Drei weiter Stück. vereinfachen. Damit könnte man dann ein Schiff akquirieren, was uns über die gesamten Inseln erst einmal
Zink holt und das nächste Schiff oder das nächste Luftschiff können wir akquirieren, was uns über die ganzen nächsten Inseln Kupfer, ne, beschafft. Dann gucken wir mal hier oben. Entweder nehmen wir dann Stahlwerk zum Beispiel als Produktionsinsel oder irgendwas anderes. Ich würde dann eher sagen, ja, wir können auch gut und gerne Stahlwerk nehmen. Also Platz wäre ja noch eigentlich da. Nehmen wir hier drauf so eine kleine Glasproduktion mit rein und dann produzieren wir ganz einfach Brill. Ne, das ist kein Problem. Messinghütte hätten wir auch noch. Ja, und dann würde ich sagen, würde es losgehen. Hier unten hatte ich ja, ich hatte hier unten zumindest damit begonnen, mit dieser Produktion. Aber ich würde ganz ehrlich gesagt, ich würde das mit hier hochnehmen. Ich würde dann auch hier unten den Kalkstein, den würde ich abtragen und würde ihn ganz gerne mit hier hochnehmen. Ja, da seht ihr drei Inseln, insgesamt vier Kalksteinvorkommen. Und dann würde ich hier oben mit dem Hochofen und mit dem Kalksteinbruch, also mit dem erzeugten Kalk, würde ich dann hier auch das Betonwerk hier oben hinstellen. Na, ich glaube, das ist immer auf der sicheren Seite. Das ist alles auf einen Punkt. Und da können wir dann richtig schön rausbasteln. Übrigens habe ich mir dann nochmal vorgenommen, dass ich das Stück von der Insel, ich nehme das wieder weg. Ich nehme das wieder weg. Die Insel soll eine produzierende Insel werden. Und die Insel soll nicht, die Insel soll definitiv nicht mit Einwohnern versorgt sein. Weil, ihr wisst ja, ne, Thema Attraktivität. Und die meckern dann nur, ist normal. Aber nur, dass ihr erstmal so eine kleine Roadmap bekommt. So, also, was machen wir denn zum Thema Brillen? Zum Thema Brillen wird jetzt hier vorausgesetzt, dass wir hier so eine kleine Quarzgrube Glashütten, Glasproduktion aufbauen. Und für die Brillen, wie gesagt, brauchen wir Stahlbeton und auch die Fenster. Gehen wir mal ein ganzes Stück wieder zurück. Wir müssen am Anfang beginnen mit dem Stahlbeton. Hatte ich ja euch gesagt, wir brauchen dafür Eisenminen. Und wir brauchen dafür Kohleminen. Jetzt gucken wir gerade mal rein in die Routen. Und da haben wir schon ein Schiff, was hier uns dieses ganze Zeug hier hin und her fährt. Ne, ganz, ganz wichtig. Kohle. Das ist erstmal 2 Einheiten Kohle und 4 Einheiten Eisen hier drin. Weil Kohle ist, glaube ich, hier. Könnten wir mal schauen, dass wir das hier noch mit anklemmen. Das ist sogar mit drin. Okay, das ist so. Kommen wir mit drin. Hier könnten wir noch Steinkohle mit anklemmen. Und hier unten, ich glaube, beim dritten könnten wir das auch noch machen. Wenn wir es nicht schon getan haben, nee, das haben wir tatsächlich nicht. Egal, wir brauchen hier noch deutlich, deutlich größere Hochöfen. Und das fliegen die Köhlereien hier gleich weg. Ja, das machen wir gleich hier weg. Mit allem drum und dran, weil den Platz werden wir jetzt gebrauchen. Und da stellen wir hier einfach nochmal, ihr wisst Bescheid. Einfach nochmal die Teile hierher. So, denkt dran, es fehlt hier gerade mal ein Ziegel. Und es fehlt hier gerade mal, ja genau, es fehlt an Ziegelsteinen und es fehlt an Fenstern. Das kriegen wir aber hin. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. So, okay. Jetzt holen wir uns von hier unten. Jetzt bauen wir uns erst einmal so ein, wie soll ich denn das sagen? Jetzt bauen wir uns erstmal ein oder zwei Wirtschaftsluftschiffe auf. Die haben nur die Aufgabe, erstmal hier durch die Gegend zu segeln und erstmal nur unseren Stuff zu organisieren. Und mit den letzten Einflusspunkten, dann baue ich ein paar Barks raus, muss ich sagen. Nächste Einwohnerzahl wird fertig bei 66,6. Dafür gibt es nochmal 15 Punkte Einfluss. Ist für die Schiffsproduktion gar nicht so verkehrt, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, was ich noch mit euch machen wollte, ist hier die Lagerkapazität vergrößern auf der Insel. Gehen wir ruhig mal rein. Schaut mal. So, und dann haben wir jetzt 1300 Tonnen. Das soll das mal reichen. So, und dann holen wir uns hier unten Stuff. Ne, hier gibt es schon Fenster, hier gibt es schon Ziegelsteine. Das holen wir dann einfach mal hier hoch. Und dann beginnen wir hier mal mit dem Ausbau. So, wie viele Tonnen haben wir hier? 1100. Ja gut, wegen den Arbeitern muss ich jetzt... Ich brauche hier den Platz. Es nützt nichts. Wir nehmen das weg. Wir nehmen das einfach mal weg. Na, guck mal, und schon sinkt halt wieder die Bevölkerung. Ist aber auch nicht schlimm. Dann machen wir wieder Upgrade-Party rein. Und dann werden wir wieder irgendeine andere Insel. Werden wir wieder mit mehr Einwohnern versorgen. Das ist mir wichtiger, wie hier die paar Einwohner mit irgendwas zu versorgen. Wir könnten dann die Schiffe könnten wir abkürzen in den Routen. Und so weiter und so weiter und so weiter. So, wie sieht es denn aus? Eisen ist genug da. Kohle auch. Das heißt, wir hauen uns jetzt hier rein. Weiter geht's mit der Produktion. Die müssen wir erhöhen. Dann werden wir noch eine Bark, werden wir dann hier nutzen und werden mit der Bark die Kalksteinvorkommen, werden wir die abfahren, die jeweiligen Inseln, und werden das oben nochmal in Stahlwerk hinpacken.
Und wir nehmen hier noch den Fenster mit, würde ich sagen. Jawohl. So, dann mach Vorwärts. dich mal auf. So, dann nehmen wir hier mal die Nummer 1 mit rein. Okay, das geht schon. Das ist schon am. Ja, ne, hier wollte ich es bauen. Lassen wir. Haben wir gerade eben beschlossen, dass wir es umdisponieren. Hier machen wir dasselbe. Ne, hier, da kein Steinbruch. Wir brauchen nur einen Anschluss an die Straße. Und wenn es geht, vielleicht noch ein Lagerhaus irgendwo daneben, dass wir es wenigstens abtransportieren können. Und hier haben wir sogar zwei. Leute, hier haben wir zwei Zementvorkommen drauf. Hier bräuchte man nur ein paar Fenster. Hier bräuchte man wirklich nur ein paar, ja, Kleinigkeiten halt, ne? Klarer Himmel. Okay, du hast Kohle. Immer der Nase nach. Dann würde ich sagen, fahr mal runter. Wir brauchen auf jeden Fall Fenster. Wir Passen uns den brauchen Wind auf an. jeden Fall hier Glas. Wir werden die Produktion hier ein bisschen größer machen. Ich habe das gerade eben entschieden. Wir werden die Produktion hier ein bisschen größer machen. Jetzt überlege ich nur, hier sind die Fische. Da brauchen wir eigentlich gar keine mehr. Das könnten wir eigentlich so gut wie es geht, könnten wir das wieder abreißen für unsere Bevölkerung auf der Insel. Und dann würde ich vorschlagen, wir bauen jetzt hier, hier Thema, ne? Thema Quarzgrube, Thema Glashütte, das bauen wir jetzt hier auf. Jetzt wäre halt bloß mir die Frage, passt auf, ich habe mal. Ach, ist das geil. Das geht genauso, Leute. Leute, man kann die genauso doppeln. Also man kann genauso einen Hafenbereich auch für die Quarzgruben nutzen. Ja, das ist ja geil. Okay, das ist sensational. So, dann gehen wir hier nochmal rein, holen wir uns hier nochmal Hafenlagerhäuser. Zwei Stück sollten reichen. Dann bauen wir hier oben gleich die Glashüttenindustrie mit auf. Nee. Jawohl. Das passt. Okay, Glashüttenindustrie. Hier gleich mit rein. Wie viel brauchen wir da? Ich würde erst mal grob vier Stück stellen. Vier Stück. Also Glas hätten wir dann. Und dann bauen wir von den vier Stück, bauen wir halt. Das dauert eine Minute, ne? Boah, das ist ganz schön lange. Machen wir es so. 4 auf 4, wobei die Glashersteller doppelt so schnell sind. Oder? Was meint ihr? Gehen wir rein, oder? Nee, da brauchen wir wieder die kleinen. Dann bauen wir diese wunderschönen kleinen Lagerhäuser hin. Ich wollte gerade sagen, das sollte vom Platz super genau hinkommen. Okay, die arbeiten schon. Hier gehen wir rein. Und dann brauchen wir halt nur noch ein paar Waren, die wir Wohin hoffentlich hier soll's gleich gehen? bekommen. Super. Leute, das läuft. Leute, das läuft. So, jetzt dürfen sie erstmal Glas produzieren. Und jetzt wird hier nicht Letzte nur Glas Stufe. produziert, sondern jetzt hier Tada! tatsächlich auch Fenster. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Als nächsten Step gehen wir hier einen Schritt weiter, ne, und werden hier mit dem Kalk, ne, das ist ganz wichtig, mit dem Kalk und mit dem Hochofen, werden wir jetzt hier ein Betonwerk bauen. Und zwar die Dinger, die stellen wir gleich hier oben mit drüber. Hat nur folgenden Vorteil. Da können wir hier von den Lagerhäusern profitieren. Schiff vom Stapel Ach, gelaufen. das ist ja geil. Die passen genau hier rein. Leute, die passen vom Platz. Also ein Betonwerk ist ähnlich wie mit einer Fensterfabrik. Ist genau dasselbe. Geile Sache. Und Bereit wir zum holen uns hier Abheben. nochmal 20 Tonnen Fenster weg. Die stellen wir hier drauf. Und dann können wir nämlich hier die zwei Kalksteine, also die zwei Zementvorkommen benutzen. Ne? Und können hier bauen. Schaut mal. Und könnt es gleich mitnehmen. Könnt es gleich mit rausbauen. Den Weg schließen wir mal noch mit an. Dann haben wir uns hier gleich noch ein Lagerhaus mit daneben irgendwo. Hier ist ja sowieso eins dran. Super, läuft. Wir Okay. sind abflugbereit. Mine 1, Mine 2.
So, und dann schnappen wir uns hier die Bike. Ist die immer noch nicht fertig? Ah nein, wir wollten ja erst... Okay, wir bauen erst Luftschiffe. Ist genauso gut. Ja. Ja, ist eigentlich egal. Wir können sogar noch Heißluftballons basteln. Das wäre kein Problem. Weil die kosten noch keinen Einfluss, Leute. Die kosten noch keinen Einfluss. Okay. Wartet mal, dann machen wir es so. Dann fliegt das raus. Dann werden die Bikes produziert. Genau. Und dann nehmen wir die beiden Schiffe wieder mit rein. Wir machen jetzt Spielgeschwindigkeit auf dreifach. Wohin soll's gehen? Ja, und jetzt sehen wir schon, dass hier deutlich mehr Verbrauch stattfindet. Ne? Das sieht man hier gleich. Okay. Kornkammer Röschenhof Stahlwerk. Ich will jetzt kurz mal in die Statistiken gucken. Kornkammer Röschenhof Stahlwerk. Wer hat da genug? Nee, guck mal, ne? Also Kohle wird nicht so viel produziert und auch Eisen. Es fehlt. Es fehlt tatsächlich. Das heißt, hier müssen wir nochmal ansetzen. Sind hier alle beide Minen am Start? Ja, sind hier alle beide Minen am Start? Nein. Hier fehlt zum Beispiel die Steinkohle. Dann hätten wir zumindest mal die Steinkohle hier noch an den Start gebracht. Dann wäre das ausgeglichen. So, Eisen haben wir, Eisen haben wir, Eisen haben wir. Passt. Kohle haben wir, Kohle haben wir. Okay, die Insel ist komplett ausgelastet. Die auch, da müssen wir halt noch eine mit reinnehmen. Hier gibt es nur einmal Eisen drauf, hier gibt es doch nur zweimal. Okay. Einmal, zweimal. Schade und keine Kohle. Schade, schade. Also. Schiff vom Stapel gelaufen. Ich suche jetzt hier das Kohle, die Kohlemine, ne? Suche ich hier an der Seite. Stapel gelaufen. Aber schade, dass es hier leider nicht angibt. So, nächste Kleinigkeit. Dann bauen wir gleich die zwei noch mit raus. Schließen wir gleich den Weg an. So, dann hätten wir das. Also, dann werden wir hier die Routen umstellen. Wir werden dann hier die Route werden wir erweitern. 1, 2. Dann werden wir hier 2, 3, 4. Und dann werden wir hier genau dasselbe machen. In Brownwell werden wir dann 4-mal Kohle laden. Ah ne, das ist schon... Ach so, 2-mal Kohle und 4-mal Eisen. Okay, okay, okay. Habe ich verstanden. So. Okay. Ne, warte mal, das ist ja falsch. Brownwell haben wir gar nicht angeklemmt. Wir haben hier unten Montetos genommen. Okay, dann machen wir es anders. Dann nehmen wir noch eine mit rein. Dann machen wir hier dann die 3 draus. Aus Montetos. Guckt mal. Und dann fährt halt das Schiff komplett. Dann fährt halt das Schiff komplett einmal rum. Guckt mal, hier wird schon produziert. Geil. Stapel gelaufen. Dann haben wir es zumindest so nachhaltig aufgebaut, Leute. Dass wir dann, sollten wir die Insel noch anklemmen. Mit den 5 Vorkommen. 5 Vorkommen auf der Insel. Dann können wir das auch hier gleich noch mit ablegen. Ja, das passt. Es kommt hin. Okay, so, dann hätten wir das schon mal. Also, Fenster werden produziert, Step 1. Step 2. Gucken wir nochmal rein. Ja, also, hier geht's. Holzfällerlager können wir dann wegnehmen. Und da könnten wir zum Beispiel auch Gorillas Mod mit reinnehmen. Dass halt das große Holzfällerlager dann hier mit reinkommt. Das produziert halt dann deutlich, deutlich schneller. Denkt bitte dran, dafür brauchen wir hier noch Stahlbeton. Das heißt, der nächste Step wird ja dann so aussehen. Mit dem Kalksteinbruch, den wir uns jetzt hier gleich anliefern. Und den Hochofen bauen wir dann hier die Betonwerke raus. Das können wir hier gleich, guck mal, das können wir gleich hier unten machen. Beziehungsweise findet das ja sowieso schon hier statt. Okay. 25 Tonnen Fenster kostet ein Betonwerk, Leute. 25 verdammte Tonnen Fenster. Ein Betonwerk. Okay. So, du bist dafür verantwortlich, dass wir Kalksteinbruch 1, 2, 3, 4... Du wirst hier den Kalk aufladen. Ne? Zack, hier machst du genau dasselbe. Und den Kornkammer bitte auch
Alles mit anwählen und den Stahlwerk lädst du das komplett wieder ab. So, los geht's. Du darfst schon mal losfahren. Wunderbar. Und jetzt müssen wir nur noch warten, bis hier dann der erste Kalkstein hier reinkommt und dann wird schon produziert. Okay, dann haben wir das geschafft. Thema 1 beendet. Thema 2. Zink und Kupfer. Jetzt gucken wir uns mal die ganzen Inseln durch. Guck mal, hier gibt es Kupfervorkommen. Hier gibt es gar nichts. Hier gibt es tatsächlich gar nichts. Gehen wir ein Stück weiter. Hier gibt es 3 Zink. Hier gibt es nichts. Oh Mann, hier gibt es einmal Zink. Hier gibt es einmal Kupfer. Und hier gibt es auch nur einmal. Also ihr seht, die Minen müssen wir dann alle mit anschließen. Und da muss hier die Bark, eine Bark muss hier komplett alle Inseln abfahren. Also nützt nichts. Außer die hier. Und nee. Da ist sowieso nichts drauf. Außer die da. Die ist die einzige, glaube ich, die gerade mal nichts zur Verfügung hat. Ne? Alle anderen, ja, bei allen anderen könnten wir zumindest eine Kleinigkeit mitnehmen. Hammer. Wahnsinn. Okay, die nicht. So, Zink und Kupfer wären eigentlich im Verhältnis dasselbe. So, Kupfermine, was brauchen wir? Stahlbeton. Also ihr seht, Rekordbau ist Rekordbau. Ganz am Anfang aufbauen ist trotzdem halt gar nicht so einfach. Und wenn ich das jetzt alles mal so Revue passieren lasse, gerade mit euch zusammen, was ja ultra Spaß macht, auch im Stream, dann sieht man hier schon, dass man hier, wie soll ich denn das sagen, dass man hier schon einige, ja, einige Steine halt hier drin hat, die man erst einmal versuchen muss, aus dem Weg zu rollen. Das klingt jetzt echt böse oder das klingt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber gerade zum Thema Fenster, zum Thema Stahlbeton, wo bauen wir es auf, wo bauen wir es hin, was brauchen wir für die Produktion, wie geht es dann weiter, Thema Brillen, Thema Strom, ihr kennt das alles, Richtung die Ingenieure. Und wenn wir das alles geschafft haben, es sind nur noch 4 Waren zum Herstellen, ne, da sind nur noch die Glühbirnen mit drin und der Kaffee aus der neuen Welt, aber dann haben wir es geschafft und dann haben wir Investoren, ne? Das wollte ich nur kurz sagen. Oh, die Zeitung. Die könnte man doch eigentlich automatisch veröffentlichen, oder? Ja, ja. Läuft. Sie haben an Einfluss gewonnen. Klarer Himmel. So. Gut. Dann wären wir hier zumindest mal so weit. Hier fehlt zum Beispiel noch eine Lehmgrube, die noch nicht angeschlossen ist. Was mich hier noch so ein bisschen ärgert. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich ein Lagerhaus hier herstellen. Und dann werden wir hier gleich Schiff vom Stapel gelaufen. Einmal ziehen. Und dann hätten wir hier die Möglichkeit, noch mehr Lehm bzw. noch mehr Ziegel herzustellen. Das läuft. Das läuft jetzt auch. Und ich hoffe, guck mal, der Kalk. 400 volle Tonnen wurden hier schon angeliefert. Das Ding rennt. Leute, das Ding geht schon los und rennt. Sehr cool. Okay. Geile Sache. Wir holen uns selbstverständlich noch ein paar mehr. Ne? Jetzt sind wir wieder bei 65 circa. Wie gesagt, 66,6 wäre hier der Zenit zum nächsten Level. Werden wir jetzt nicht ganz schaffen, ist aber auch nicht schlimm. Ganz schön knifflig im Moment. Jo, das stimmt. Da hast du völlig recht. Wir werden jetzt hier unten die Holzfäller umstellen. Zum Holzfällerlager. Dafür brauchen wir noch ein paar Fenster und Stahlbeton. Und dann könnten wir uns schönen nämlich Tag hier auch ein ganz kleines bisschen Platz wieder sparen. Weil das Ding ist halt dreimal so schnell. Ist halt wesentlich größer. Sind wir ehrlich. Aber das Ding ist halt dreimal so schnell. Da können wir, wenn wir hier 2 Stück hier hinbauen, statt gefühlten 6 Holzfällern oder 5, ist alles gut. Ne? Können wir schon wieder Platz einsparen. Okay, 7-7. Mein Freund, du fliegst jetzt hier raus. Tut mir leid. So. Und dann stellen wir hier das Teil hierher. Schaut mal. Krasses Teil. Jetzt geht's richtig los. Jetzt geht der Spaß richtig, richtig los. Jetzt brauchen wir hier kleine Lagerhäuser, wirklich ganz, ganz viele. 16 Tonnen. Und guckt mal, wie schnell das Ding läuft. Guckt einfach mal an, wie schnell das Ding läuft. Unglaublich, oder? Ja, ich weiß, es fehlt hier eine Verbindung. Ist kein Problem. Die haben wir jetzt geschaffen. Das Problem an den Holzfällerlagern, die Reichweite. Das ist eine super geile Mechanik. Die Dinger sind groß. Aber die können halt nicht so viel abtransportieren, weil halt die Reichweiten fehlen. Mal guckt mal an, was die hier haben. Guckt einfach mal an, was die hier reinbuddern. Unglaublich.
zum Abheben. So. Gut. Dann werden wir mal noch ein bisschen Upgrade-Party machen. Bevor hier Stahl und Kupfer noch reinkommt, bevor hier noch Zink und Kupfer reinkommt, werden wir schauen. Guck mal, dass wir hier noch ein bisschen reingehen. Dass wir einfach noch ein paar Arbeiter zu Handwerkern machen. Und selbstverständlich dann Handwerker auch zu Ingenieuren. Ne? Das muss ja sein. Darf ja nicht fehlen, die nächste Riege dann oben drüber. Wie gesagt, Einwohner hätte ich dann schon noch ein bisschen gerne, weil es war halt schon, ich wollte es halt im Stream irgendwie schaffen, aber da habe ich dann festgestellt, dass gerade am Anfang, dass es beim Rekordbau ist sehr, sehr viel Planung am Anfang vonnöten und von Vorteil, wenn man das wirklich gescheit durchplant. Wenn man das einfach nimmt und aufbaut in der alten Welt, einfach zwei, drei Inseln sich nimmt, da kommt man dann ganz, ganz schnell, kommt man dann wirklich durcheinander. Ist es falsch, sich nach mehr zu sehnen? Nö, das ist nicht falsch. Unzufriedene Bevölkerung, Ingenieur minus 18. Okay, was möchtet ihr denn gerne haben? Was habt ihr denn für Problemchen? Also Schnaps ist Problem. Ganz klar wird nicht angeliefert und Bier. Zum Thema Bier könnten wir schauen, dass wir das jetzt nochmal, dass wir ja da jetzt nochmal Gas geben. Es gäbe zumindest 4 Punkte Zufriedenheit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, was werden noch vonnöten? Ein Bankhaus. Hier hätten wir dann Taschenuhren und Hochräder. Ja, das sind halt die großen Waren, die halt unbedingt benötigt werden. Hier unten hätten wir dann das Käsefondue. Geile Sache. Und hier hätten wir dann zum Beispiel den Rum. Der Rum gibt halt auch nochmal ganz besonders viel Zufriedenheit. Ne? 4 Punkte, gutes Geld. Wie gesagt, und die Hochräder, die hauen dann auch nochmal raus. Also, dann hätten wir die Ingenieure, haben wir mal auf unserer Seite. Gehen wir mal zum Thema Lebensqualität rein. Das sieht auch nicht so schlecht aus. Wir müssten eher strategisch gesehen noch mehr in die Post investieren, sage ich jetzt mal. Wir haben bis jetzt nur das Postgebäude. Es gibt später noch ein größeres Postgebäude, was wir dann mit denen ersetzen können. Aber bevor es halt soweit ist, müssen wir halt erstmal, ne? Ihr wisst Bescheid. So, wie sieht es denn aus zum Thema Schnaps? Wie sieht es denn hier aus zum Thema Schnaps? Also die Schnapsroute ist gerade so ein bisschen eingeschlafen. Wie gesagt, wir können erstmal nichts machen gerade eben. Okay, das wird hier transportiert. Schauen wir mal rein in die Inseln. Röschenhof, Stahlwerk, Monte Toast gehen wir nochmal mit rein. Vielleicht noch Brownwell. So, und dann hier unten haben wir dann Schnabes. Wie sieht es denn aus mit der Produktion? Sieht eigentlich gut aus. Ich glaube, es fehlen die Schiffe. Moment. Ich glaube, es fehlen wirklich die Schiffe, dass die hier den Schnaps hierher transportieren. Ja, guckt rein. Es fehlen die Schiffe. Beziehungsweise Luftschiffe, Barks, also alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ne? Das wäre schon, da müssen wir mal Gas geben. Also da werden wir jetzt auf die Route nicht mal mehr noch ein Schiff drauf packen, sondern ich würde mal sagen, wir hauen noch mal zwei, drei Schiffe drauf. Nehmen wir noch die Neptuno hier an den Start und hier die Medusa. Machen wir hier Schnaps 2 und du heißt jetzt Schnaps 3. Ja, das sind sehr ungewöhnliche Namen, ich weiß, aber dann kann man das mit der Route einfach nur besser merken. So, hier ist die Schnaps 2 und dann nehmen wir hier noch gleich die Schnaps 3 mit rein und Start. So, dann könnt ihr nämlich losfahren und dann könnt ihr hier gemütlich euer Zeug abholen und dann geht's los. Okay, nächstes Problem, Anlegestellen. Wenn hier mindestens 2 oder 3 Schiffe kommen, haben wir hier keine Möglichkeiten, die Schiffe abzufertigen. Deshalb müssen wir jetzt mal schauen, dass wir hier zumindest noch eine zusätzliche Anlegestelle wäre schon geil. Darf auch ruhig die kleine sein hier, das wäre kein Problem. So, dann hauen wir uns hier noch eine rein. Und hier. Ja, fehlt wieder Material, hä? Ziegel, klar, ist mal klar. Stattlicher als ein Frachtdampfer, oder? So, schnell nochmal rüber geflogen, in Huni Ziegel geholt, würde ich sagen. Und dann können wir dann drüben auch tatsächlich dann auch dort die dritte Anlegestelle bauen. Ist ja wichtig für uns. Bereit für Ihre Lieferung. Mal guck mal, ne? Ein Huni Schnaps. Pro Slot gibt dann wieder 600 Tonnen. Und das Luftschiff ist schon da auf Schnaps. Unglaublich. So, und dann gehen wir hier mal zum Thema Bier. Hä? Gehen wir mal voll rein, oder? Was meint ihr? Was haben wir denn hier gebaut? Nix. Okay, nix Gescheites. So, wie viel Bier wollen denn die haben?
Auf Röschenhof. Also 53 Tonnen, das weiß ich. 20 Tonnen Bier. Leute, 20 verdammte Tonnen Bier. Das ist krass. Und wir haben hier nicht genügend Arbeitspower an der Hand, dass wir hier wenigstens erstmal die Farmen stellen können. Weil wir brauchen ja nicht nur den Hopfen, sondern für eine anständige Bierproduktion, wenn man das voll versorgen möchte, ohne Items, ne? Zur Spezial-Challenge, müssten wir hier schauen, dass wir hier über die Getreidefarm industrielle Metzereien uns ja, anschaffen. Und dann hier Großbrauereien, ne? Die sehen wunderschön aus, die Dinger, die Gebäude. Das ist wirklich, wirklich, wirklich geil. Aber ja, da brauchen wir halt jede Menge Getreide. Und wir brauchen, glaube ich, wir bräuchten alleine hier auf Kingsgrove eine Insel, wo du nur Getreide ziehst. Wo du auch im späteren Spielverlauf reingehst mit Mods, reingehst mit Spezialisten, reingehst mit Traktoren, Silos, allen drum und dran, dass du die Getreidefelder boostest. Weil, die, wie gesagt, die brauchen sie alle. Die wollen alle Bier trinken, Abarbeiter. Die wollen wirklich alle, die haben alle übelsten Durst. So, Schnaps ist erstmal geregelt. Ich denke mal, das sollte funktionieren. Gucken wir es uns nochmal an. Ein goldener Jawohl. Käfig, oder? Also, die werden jetzt versorgt. Na, den Handwerkern geht es besser. Ingenieure auch. Bilanz geht nach oben. Wie gesagt, geil wäre es gewesen, wenn wir die 66.000 geschafft hätten. Ich glaube es jetzt nicht, dass wir es hinbekommen. Hier fehlt es ja gerade wieder an. Oh, hier fehlt es ja gerade wieder an Nähmaschinen. Wie viel brauchen wir denn jetzt mehr Nähmaschinen? Ja, nochmal zwei. Nochmal zwei Gebäude mehr, ne? Wahnsinn. Ah, mittlerweile läuft ne, die Produktion. Guck mal. 10 Tonnen Fenster, 60 Tonnen Stahlbeton. Mittlerweile läuft's. Ach, ich hätte es einfach so lassen sollen. So, werden hier noch genug Barren produziert? Haben wir. Eisen und Kohle wird hier nicht mehr, aber das haben wir von den anderen Inseln, holen wir das rein. Wie gesagt, hier für die Produktion müssen wir noch ein bisschen uns gedulden, das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich schätze mal, ich werde diese Woche noch eine extra Folge machen, weil halt der Stream, ja, ne, wie gesagt, abgebrochen ist, was mir unendlich leid tut. Und da biete ich euch diese Woche halt noch eine Folge an. Ganz einfach. Wohin soll's gehen? So, für uns, wohin soll's gehen? Ganz klar, entweder Getreide oder für uns geht's dann halt nochmal in die neue Welt rein. Die neue Welt rum, Thema. Ne? Ganz großes Thema rum. Müssen wir mal schauen, welche Inseln wir da anklemmen. Hier zum Beispiel gibt es die Zuckerrohrfruchtbarkeit. Guckt mal, da können wir auf irgendeiner Seite von der Insel, könnte man einfach nur Holzfällerhütten stellen und Zuckerrohrplantagen. Die könnten wir dann zumindest erstmal, die könnten wir dann zumindest erstmal anklemmen mit Pendlerkais, um erstmal noch mehr Arbeitskräfte hier zu erzeugen, würde ich vorschlagen. Popcorn. Ja, das ist auch schon voll, ne? Mais ist auch schon geil. Die Insel könnten wir auch nehmen. Oh. Können eigentlich alles nehmen. Wobei ich auf der hier bleiben würde. Hier hast du, ich denke mal, hier hast du am Anfang genug Platz. Hier, guck mal. Hier ist so eine, oder hier oben. Jetzt bin ich mal wieder uneinig, weil hier oben ist genauso geiler Platz. Wobei du hier sehr viel Öl hast auf der Insel. Das hast du halt hier nicht. Hier bist halt, hier hast halt frei und hast halt kleine Anlegestelle, ne? Ach komm, was soll der Geiz? Gehen wir rein, das will ich jetzt sehen, das will ich wissen. So, hier. Und dann basteln wir hier einfach noch ein paar Holzfällerhütten rein. Gehen auch gut und gerne die, ne? Gehen auch gut und gerne schon die Zweier. Und ja, dann bauen wir hier eine kleine Rumproduktion auf. Weiter gehen wir dann voll in die Ingenieure rein und die freuen sich dann ihres Lebens, wenn die hier mit Rum versorgt werden. Wäre zumindest heute noch so ein kleines Zubrot, oder? 10 Arbeitskräfte, hier haben wir 160, hier haben wir 75, ja, das wären noch über 200, wäre schon eine geile Nummer. Wir bräuchten halt hier noch ein paar Journaleros, nützt nichts. Jetzt haben wir ja die Hacienda gestellt. Normalerweise könnten wir auch jetzt mit Hacienda-Gebäuden beginnen. Wir könnten tatsächlich hier die Stadt könnten wir nutzen, um Hacienda-Einwohner zu bauen. Weil die sind, also die Häuser sind halt deutlich größer.
Und da passen halt deutlich mehr Leute rein. Wobei, denkt dran bitte, zur Upgrade-Party Richtung Obreros ja, wie darf ich das sagen? Es sind noch zwei Dinge dazu zu produzieren, die es normalerweise halt von den Journaleros zu den Obreros in Vanilla halt nicht gibt. Ja, das darf man dann nie vergessen. So, okay. Wären wir dran. Dann werden wir hier noch irgendwo eine Chapel setzen. Ich würde mal sagen, hier auf der linken Seite. Den Marktplatz brauchen wir nicht. Wir setzen dann einfach hier nur noch so eine kleine Chapel hin. So, und dann wird es. Okay, da müssen wir... Moment, lasst mich kurz nachdenken. Wir bräuchten mal hier. Dann machen wir das da. Und das setzen wir hierher. Genau. Passt. Und dann hauen wir hier wieder gemütlichen Weg rein. Genau angeklemmt. Hier könnten wir zum Beispiel auch noch... Nee, kriegen wir leider keins mehr rein. Okay. Aber ihr seht's, ne? Und dann bauen wir mal. Wir bauen einfach mal hier noch eine Chapel hin. Ein paar Journalero-Häuser, damit wir ein paar mehr Arbeitskräfte bekommen. Und dann seht ihr, ne? Die brauchen Chili-Soße und Schnaps. Dass wir halt aufsteigen. Ja, das sind halt die zwei Waren zum Schluss. Chili-Soße lässt sich relativ simpel herstellen. Dauert halt ewig. Ewig. Und Schnaps, das geht relativ schnell. Auch über die Hacienda geht es schnell. So, also Arbeitskräfte geht los. Einkommen pro Haus läuft auch. 66,3, 66,4. Was ist denn hier los? 66,5. Leute, wir haben es geschafft. Leute, wir sind ein Level weiter. Geile Sache. Leute, 15 Punkte mehr. Nächstes wird freigeschalten bei 74. Das sind halt viele. Das sind halt echt viele. So, okay, wie sieht der Vorrat aus? Gebackene Bananen. Können wir noch reingehen. Auch ein ganz kleines bisschen Ponchos hätten wir noch über. Also so zwei, drei Gebäude könnten wir schon noch. Ihr wisst Bescheid. Na, gehen wir nochmal rein. Das will ich sehen. Und dann würde ich die hier gerne noch verbinden. Die Dinger sind sackteuer und kosten schon Einfluss. Oh no. So, jetzt ist halt die Frage, was machen wir jetzt? Ich weiß, was wir machen. Wir müssen jetzt über den Lufthafen gehen. Wenn wir über den Lufthafen gehen, können wir ein Modul bauen. Mit dem Modul könnten wir dann als Beispiel... das ist der Hangar. Ja, mit dem Modul könnten wir dann als Beispiel... Moment. Hier, doch. Könnten wir auch einen Pendlerkai anschließen. Ja, hier. Pendlerkai. Oder eine Pendlerstation, wie es hier so heißt. Und die wird uns nichts kosten. Nehmen Sie noch eine davon in Betrieb und Ihre Arbeit... Hier, schaut mal. Die wird uns nichts kosten. Das kostet halt einfach nur den Lufthafen und die Pendlerstation. Das war's. Mehr ist es nicht. Und hier brauchen wir halt wieder so ein bisschen Alu. Das sind halt alles immer diese Kleinigkeiten, die man dann halt hier nicht am Anfang nicht einbezieht, nicht einberechnet. Und ihr seht, was das wird. Hier haben wir zum Beispiel auch gerade kein Schiff am Start. Das ist ja verrückte Welt. Na gut, dann holen wir uns hier noch ein Schiff rein, noch so ein kleines Wirtschaftsschiff. Und dann würde ich sagen, Leute, bis in die nächste Folge. Es hat wie immer riesen Spaß gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zugucken. Ihr seht, Rekordbau ist nicht einfach Rekordbau. Wie zufrieden ich auch bin, würden Sie folgendes Rätsel für mich lösen? Quarz, Sand und Teig. Ja, Moment. Bereit zum Abheben. Es hat mich riesig gefreut, euch halt wieder ein ganz kleines bisschen meine Welt entführen zu dürfen. Wir schauen nochmal rein, dass wir hier zumindest nochmal anlanden und ein bisschen Teig mitnehmen. Und dann nehmen wir von Stahlwerk ein bisschen Quarzsand mit, würde ich vorschlagen. Und dann geben wir die Quest ab und dann hoffe ich mal, dass wir da auch nochmal ein, zwei geile, ja, ein Item vielleicht noch abkassieren. Schauen wir mal. Teig gibt es hier zumindest mal gar nicht. Als Zwischenprodukt. Oh ja, Moment, da müssen wir mal kurz anhalten. Stimmt, da war ja was. Kurzer Seifenstopp. Zurück an die Maschinen. Abflug bereit. So, guck mal. Guck mal, wie schnell das geht.
Na kommt. Komm, dann macht hier mal einen Stopp rein, seid so gut. Und dann haut einfach mal ein bisschen Teig rein. Wie gesagt, 16 Tonnen bräuchte ich. Guck mal, 9 haben wir schon, 10, das geht relativ schnell. Und dann machen wir das hier oben ähnlich, genauso mit dem Quarzsand. Ja, davon haben wir sowieso genug. Also, das passt. Bereit zum Abheben. Herzlichen Dank. So, dann dürft ihr wieder Gas geben, Freunde. Da gab es auch irgendwie einen Tastenbefehl, dass man eine Kategorie von Fabriken mit einmal in Pause schicken konnte und mit einmal wieder an. Ich weiß bloß immer, was das für ein Befehl war. War das A oder war das X? Irgendein Befehl war das, der dafür gesorgt hat, dass man hier alles mit einem Mal anwählen konnte. Aber du, das ist schon lange her. Wohin soll's gehen? So. Ich sag dir, wo es hingeht. Und zwar hierher. Nur fliegen ist schöner. Dann werden wir das hier ablegen. Dann haben wir die hier erfüllt. Können wir hiermit wirklich effizient? Okay, Phonographen. Gut. Dann haben wir hier noch eine Quest. Was gibt's hier? Wenn Sie sich jetzt nein. Geld, Geleitschutz. Nichts für uns. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao, ciao. Macht's gut.